Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir in die Festung eingedrungen durch die Kanalisation, um das königliche Juwel an uns zu reißen. Und leider haben wir dann erfahren, dass das Juwel von den Klosterleuten gestohlen wurde. Und da ist gerade Geld, das möchte ich mitnehmen. Und der König hat uns einen Hinterhalt gelegt und uns in den Kerker schmeißen lassen, wo wir immer noch sind. Und versuchen zu entkommen. Wir haben zwischendurch auch einen Kreuzritter aus dem Kloster getroffen, der uns meinte, dass uns Tür und Tor im Kloster offen stehen. Oh, hier ist ein Schalter. Was ist denn das? Da fehlt irgendwas, oder? Das heißt, unser nächstes Ziel dürfte jetzt das Kloster sein. Ich werde auch mal auf die Karte gucken, ja. Ihr seht schon, da oben ist jetzt das Verlies hinzugekommen auf der Karte. Eine neue Gegend. Also, da kommt noch das ein oder andere eventuell. Und wir sollen jetzt da unten zum Kloster. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier aus dem Kerker kommen. Ich meine, das müssten wir so oder so. Und wir haben beim letzten Mal einen neuen Zauber gefunden. Den Dreieinigkeitszauber der Frostmagie. So, ich gucke... Oh, nee, noch mehr Sprungpassagen. Da bin ich ja so unglaublich gut drin. Ich kümmere mich erstmal um die Fässer. So, einmal das und einmal das. Nicht, dass sie mich irgendwie daran behindern, hier runter zu hier hochzuspringen. So rum. Ich will ja nicht runterspringen. Upp. Und noch einer. Nein. Oh Gott, das war knapp. Und noch ein letztes Mal. Wunderbar. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie ich da unten weiterkomme. Da muss doch irgendwo eine Möglichkeit sein, oder? Hm. Na gut, jetzt sind wir raus aus der Kanalisation. Ja, aus dem Verlies, meine ich. Na gut, also drücken konnte ich da nichts. Vielleicht später. So, wir sind wieder zurück im Thronsaal. Und das dürfte Granzlack sein, der Wächter des Königs, von dem auch schon oft die Rede war. Guck mal, hier ist ein Mauseloch. Der Große, den man zum Umkippen bringen soll. Und es bringt absolut nichts, wenn wir hier unten seine Beine angreifen. Aua, aua, aua. Er tritt uns dann nur weg. Oh, warte mal eben. Ich möchte mal irgendwas ausprobieren. Kann ich das? Ah ja, ich kann das Feuer ausmachen mit meinem Eiszauber. Allerdings bringt mir das hier noch gar nichts. Das war später mal interessant. Ich hätte jetzt gedacht, da ist vielleicht irgendein Geheimnis dahinter, aber das ist nicht der Fall. So, wir müssen jetzt jedenfalls uns erstmal um Granzlack kümmern. Das heißt, ich gehe hier mal auf die... Auf die, wie nennt man das denn? Galerie, das war das Wort, was ich gesucht habe. Denn von hier oben kann ich ihn angreifen und irgendwie macht er gerade nichts. Oh, ui. Fall um. Das ist halt unser erster kleiner Bosskampf hier. Na, ich finde seine Lache ziemlich cool. Oh. Wir dürfen sich erwischen lassen von diesen, was ist das überhaupt für eine Waffe? Also ein Morgenstern ist das ja nicht, oder? Weil ein Morgenstern ist doch dann an einer Keule dran befestigt. Mit Ketten. Und er hat ja nur die Ketten mit den Kugeln in der Hand. Und sonst wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das nennt. Hm. Ah, weg hier. Auf jeden Fall jetzt nicht hohe Reichweite damit. Ja, wir haben ihn fast umgekippt. Sehr schön. Fast haben wir es geschafft. Och, jetzt geht er auf die andere Seite. Na komm, das bringt dir auch nichts. Ah, weg hier. Los, Fall um. Ich find's auch cool, dass er nicht mehr alle Zähne hat. Jawoll. Wir haben Granzlack besiegt und er schrumpft. Was zur Hölle? Was hat er denn gemacht? Hat er sich magisch groß gezaubert oder wie? Na, komm her. Put. Komm zu Papa. Und jetzt ist er in einem kleinen Türchen verschwunden. Sehr interessant das Ganze. Nun gut, wir wollen uns mal den Brustpanzer des ersten Drachen schnappen. Denn der wird uns bestimmt irgendwie noch behilfreich sein, sonst könnten wir den nicht mitnehmen. Und ich werde einmal speichern. Ist dahinter irgendwas? Nee, hinter dem Thron? Nee, na gut. Dann speichere ich einmal nach dem Bosskampf, denn das ist immer gut. Denn wenn wir sterben, müssen wir wirklich beim letzten Speicherpunkt wieder anfangen, müssen alles nochmal machen, was wir getan haben. Ich gehe nochmal eben kurz hoch auf die Galerie. Denn ich weiß gerade nicht, ob ich was übersehen habe, aber ich glaube, hier war gar nichts mehr. Nee. Hier hinten auch nicht. Na gut.
zurück komme ich jetzt nicht mehr. Und ja, dann gehen wir einfach mal raus. Ich habe jetzt keine Ahnung, was es mit diesem komischen Ding im Kerker auf sich hatte, aber ich vermute jetzt einfach mal, dass da nichts mehr war. Ansonsten habe ich ja noch das Backup. Oh, da bist du. Wo kommst du jetzt her? Gut gemacht, Ritter. Du bist sehr stark. Ich muss zugeben, dass ich mich versteckt hatte. Ich hätte keine Chance gegen diese Wache. Du verdienst es, den Brustpanzer des ersten Drachen zu besitzen. Vielleicht verdient er dir die Gunst eines Drachen. Und wie ich es versprochen habe, stehen dir die Türen des Klosters offen. Komm vorbei und besuch uns. Du wirst sehen, wie mächtig wir jetzt sind, wo wir das königliche Juwel haben. Leb wohl, Ritter. Als, ja, toll, ihr habt jetzt das königliche Juwel und seid mächtig, aber irgendwie traue ich euch nicht, denn ich will ja schließlich das Juwel haben, das weiß der Kerl, und der wird uns das garantiert nicht so einfach mitnehmen lassen. Also zumindest wäre er schön dumm. Ich guck nochmal eben, ob die Fässer unten respawned sind. Vielleicht kriegen wir dann da noch was raus. Oh, schade. Sind sie nicht. Wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich? 100 Plastiks, das heißt, wir können das Rennen vom Sohn des Schuhmachers machen. Das dürfte unser nächstes Ziel sein. So. Ah, ich muss erstmal die Zugbrücke wieder runterlassen. Wie zur Hölle ist der Kreuzritter denn da rausgekommen? Oder hat er extra nochmal für uns die Zugbrücke hochgemacht? Ich traue ihm nicht. Na gut, aber wir wollen jetzt erstmal hier raus. Ich frage mich, ob ich jetzt durchs Haupttor komme. Aber auf jeden Fall müssen wir erstmal hier diese kleine Wache erledigen. Das dürfte jetzt, ey, nach Granzlack ein kleineres Problem darstellen. Lass mich trotzdem treffen. Ich glaube, es wird Zeit, mal so einen blauen Trank zu trinken. Und komme ich jetzt hier raus? Nee, ich muss wirklich durch die Kanalisation gehen. Aber ich will nicht. Ich kümmere mich erstmal ein bisschen um die Wachen hier. Vielleicht kriege ich dann hier noch ein bisschen Geld. Das wäre eigentlich ganz schön. Na, zumindest so eine toll. Warum habe ich den Trank benutzt? Jetzt hätte ich einfach die Nuss nehmen können. Na gut, dann. Oder ist hier magisch irgendwie nur ein Leiter erschienen? Nö. Schade. Na gut. Aber durch den Brunnen ist ja auch nicht so weit. Und vielleicht kommen wir da unten jetzt noch weiter in der Kanalisation. Oh, er hat uns gesehen. Ah! Toll. Warum hat er uns gesehen? Aua. Ich will nicht die Armbrust ausrüsten. Nimm das Schwert. Aua, aua, aua. Oh. Hör mal auf, uns zu verletzen. Aua. Wir haben Granzlack versiegt, verdammt nochmal. Lasst uns einfach in Ruhe. Na gut. Dann wollen wir mal wieder aus der Festung entkommen. Ist da noch irgendwas? Nö. Und bloß weg hier. Ich hoffe, die Fledermäuse sind nicht wieder da. Das ist alles zu. Okay, dann bleibt uns wirklich nur übrig, hier durchzugehen. Und schnell den Aufzug hoch durch den Brunnen wieder zu nehmen. Ach, das ist schön, diese Einblendung zu sehen. 10 von 10 Bienenstöcke gefunden. Das ist ein gutes Gefühl, wie ich finde. Aber nun gut, jetzt sind wir wahrscheinlich hier wieder Fledermäuse, oder? Ja. Ach, komm. Ich hab gerade die Fledermäuse als Schwungbett benutzt. Das ist cool. Aber ich habe jetzt keine Lust, die Macht zu bekämpfen. Deswegen möchte ich hier einfach nur raus. Halt, möchtest du da hochspringen? Danke. So, der Aufzug kommt auch gerade runtergefahren. Das ist sehr schön. Dann können wir gleich wieder nach oben und schnell in der Taverne einmal speichern gehen. Denn das dürfte doch jetzt nötig sein. Ich habe keine Lust, die Kanalisation noch mal zu machen. Und dann gehen wir mal zu dem Schuhmachersohn. Nanu, was ist das denn? Quesitus, Hype, fremder Ritter, wahrscheinlich im Dienste des Klosters, der Spionage überführt. Hat auf der Flucht den Brustpanzer des ersten Drachen gestohlen. Oh, das ging aber flott hier, die Schilder aufzustellen. Alle Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, sind an den König zu richten. Belohnung, 4000 Plastik. Wow, können wir uns selbst auch irgendwie einliefern und dann die Belohnung abgrasen? Und dann wieder entkommen? Das wäre doch was, oder? Aber ich glaube nicht, dass uns die Belohnung gibt, wenn wir da uns selbst abliefern. Nun gut. Hat ihr noch was Neues zu sagen? Nicht auf das, was dieser Dummkopf sagt. Nein, hat er nicht. Ich dachte, die sagen jetzt vielleicht irgendwas zu unseren Fahndungsplakaten, aber nun gut. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit mit
gezogener Waffe herum. Hm. Na, komm. So, einmal speichern. Eigentlich würde ich sagen, wenn ich mir so meine Rüstung angucke, wäre es auch bald Zeit, zum Schmied zu gehen. Aber da wir gerade mal 100 Plastiks haben, und vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn hier noch was drin ist. Nee, schade. Will ich dann doch lieber das Rennen machen. Das bringt uns jetzt mehr. Wir kriegen später noch genug Möglichkeiten, unsere Rüstung wieder zu reparieren. Und so kaputt ist sie auch noch nicht. Also die hält noch ein bisschen. Also die komische Wache unten am Brunnen hat natürlich viel von der Rüstung weggezogen. Und Granzlack auch ein bisschen. Aber Granzlack nicht ganz so viel. Nee, mit dir wollte ich ja nicht reden. Na gut, dann gehen wir mal raus. Das liegt ja sowieso auf dem Weg, wenn wir zum Kloster wollen. In der Stadt bleibt uns jetzt sowieso nichts anderes zu tun. Und ja, ich denke mal, das Kloster werde ich auf jeden Fall auch noch erreichen in der Folge. Ich meine, ich spiele jetzt seit 10 Minuten. Das Rennen wird auch nicht so lange in Anspruch nehmen. Und die haben ja auch 10 von 10 Bienenstöcke. Das ist wunderschön, meine Freunde. Wunderschön. Kann ich da eigentlich reingehen? Nee, die Tür lässt sich nicht öffnen. Na gut. Vielleicht bräuchte ich auch mal wieder einen blauen Trank. Moment. So. Dann wollen wir doch mal mit dem Sohn des Schuhmachers reden. Hallo. Na, Kleiner, wie geht's dir? Guten Tag, Ritter. Du willst uns jetzt voll abziehen, der Sohn des Schuhmachers von Toch. Dies sind die Regeln des Rennens. Ja, ja, das kennen wir. Nein, du musst es nicht wiederholen. Das kennen wir doch alles schon. Wir haben schon das Rennen von deinem Herrn Papa gemacht. Bloß durch die Stadt und nicht durch den Wald. Viel Glück, Ritter. Das ist der einzige Unterschied. Auf die Plätze. Fertig. Los. Aber das hier dürfte auch noch nicht so besonders schwer sein. Ah, wir starten in der Nähe von, wie heißt ein Alchemist nochmal? Gustus, genau, wir starten in der Nähe von Gustus Herrenhaus. Wir sind auf einmal keine Fledermäuse. Huch, eine schöne Überraschung. Und das wäre es auch noch, wenn wir jetzt während des Rennens auf Fledermäuse achten müsst oder andere Gegner. Hm, so, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich fürchte nur, dass wir gleich noch springen müssen. Und ich hoffe, dass ich da nicht versage. Wobei, nein, das sieht gut aus. Okay. Er schwebt. Er schwebt. Seht ihr das? Wie schafft er das? Ein kleiner Bug im Spiel. Ja, geil. Und wir kriegen was Schönes. Und zwar können wir jetzt 10 rote Tränke mit uns mittragen. Wir haben zwar noch keine roten Tränke, aber ihr könnt euch sicher schon denken, ja, die sind besser als blaue Tränke. Gut gemacht, Ritter. Ihr seid ein guter Läufer. Ich hoffe, ihr mögt das Geschenk. Aber unsere Stiefel sind noch nicht ganz vollkommen. Eines Tages werden sie absolut perfekt sein. Sogar noch schneller. Nun gut, wenn ihr es wünscht, könnt... Nee. Ach, das ist schade. Also hier können wir auch das Rennen nochmal machen und kriegen dann rote Tränke geschenkt, jedes Mal, wenn wir gewinnen. Wie gesagt, das werde ich dann mal offscreen vielleicht machen, um mich ein bisschen aufzustocken. Denn ihr seht schon, wenn ich weiter so mache, habe ich bald keine Tränke mehr. Also wenn ich mich so dämlich anstelle beim Kämpfen. Jetzt muss ich genau gucken, wo die Wildschweine sind. Ich sehe irgendwie gerade nur eins. Das andere ist da hinten. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir nur noch eins, um das wir uns kümmern müssen. Das macht die ganze Sache natürlich wesentlich leichter und die geben uns beide Geld. Wow. Woher haben die denn die 20 Plastiks? Ha? Haben sie etwa unschuldige Wanderer überfallen oder diesen werten Herrn in Grün hier? Aua, mit seiner Axt. Blöd, Mann. Und hier hinten war ja auch noch der eine Räuber. Den werde ich überfallen. Oh, das ist ein anderer. Der hat jetzt Pfeil und Bogen. Oh, es sind sogar zwei. Oh, oh. Schnell den einen erledigen und dann... Ja, die Bolzen sammle ich gleich auf. Ich will doch nur zum Kloster. Versteht ihr das nicht? Warum müsst ihr mich überfallen? Ich bin doch nur ein unschuldiger Ritter. So, oh, hier sind die Fässer auch wieder da. Das ist aber schön. Und ein blauer Trank. Oh, geil. Den konnte ich gebrauchen. Gut, dann gehen wir mal in das Kloster hinein. Wie versprochen ist die Tür offen. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir wollen mal mit denen reden und gucken, ob wir ihnen irgendwie das Juwel abschwatzen können. Denn das brauchen wir dringend. Sonst kommen wir nicht zurück in die vierte Ära. Die Ära Taskans des vierten. Dumm, di dumm. Hallo. Ich bin völlig harmlos.
Da ist er. Er ist es, der mit mir gefangen war. Er hat den Brustpanzer. Ich wusste, wenn ich die Tür offen lasse, würde er in die Falle gehen. Stoppt ihn! Das war ja er so ist klar. Hier, um das Juwel zu stehlen. Achtung! Achtung! Das heißt, er hat uns nur ausgenutzt, damit er oder beziehungsweise das Kloster an den Brustpanzer des ersten Drachen kommen können. Und ich habe den natürlich direkt hierher geliefert, so naiv wie ich bin. Oh, da ist ja noch einer. Komm. Aber das wird mich nicht dran hindern. Dann kämpfe ich mir halt meinen Weg frei zum königlichen Juwel. Das gehört sowieso nicht hier ins Kloster. Mal, komme ich hier durch? Nein. Doch. Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich hier durchkomme, aber hier möchte ich gerade nicht lang. Geh zurück, geh zurück. Ich möchte erst die Kiste da plündern. Dum 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 dum. Hab ich nicht gerade. Achso, das Kraut wurde so fallen gelassen. Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte eine Kiste aufgemacht und das Kraut nicht rausgenommen. Egal, Monitum Publikum. Der Rat der Mönche beschließt, dass das Kloster nicht länger die Aggressionen unseres einstigen Verbündeten Taskans des Ersten hinnehmen kann. Der Rat ist der Überzeugung, dass die Macht im Reich rechtmäßig den Mönchen zukommt, zumal sie gebildeter und intelligenter sind als der König. Jeder Ritter, der dem Kloster dienen möchte, findet als Tempelritter Aufnahme. Der Rat der Mönche billigt ausdrücklich alle militärischen Unternehmungen der Tempelritter gegen König Taskan den Ersten. Na super. Das sind ja rosige Aussichten hier. Vor allem, dass sie sich als intelligenter und gebildeter als den König einschätzen, das ist schon gewagt. Also, mal schauen, ob da noch Krieg kommt. Also garantiert wird da Krieg kommen. Aber wenn wir Glück haben, werden wir da nicht mit reingezogen. Ach, das ist ja schön, wir sind schon wieder auf 60 Plastiks. Dann können wir hier nach vielleicht mal unsere Rüstung reparieren gehen. Erstmal nachdem wir das Kloster hier schön geplündert haben. Oh, hier muss ich weiter. Und da ist noch ein Zauber. Moment, den hole ich mir mal eben. Oder auch nicht, da komme ich nicht hoch. Das gucke ich mir gleich an. Den kriege ich auf jeden Fall. Da komme ich dran. Aber ich möchte mir erst hier den Rest des Klosters nochmal ansehen. Die Außenanlagen. Und ich glaube, die Folge ist auch schon wieder fast rum, oder? Ach ne, ein paar Minuten habe ich noch. Na gut. Dann kümmern wir uns nochmal um den Tempelritter hier. Und da draußen waren ja noch zwei weitere, denn da kommen wir wieder raus, wo wir durch den Haupteingang schon mal von der anderen Seite hingekommen sind. Hier, geil. Er hat sich selbst in die Luft gesprengt. Sehr schön. Das erleichtert uns natürlich die Sache ein wenig. Oh, so viel Geld. Ist das nicht schön? Es lohnt sich. Das hat sich richtig gelohnt, hier hinzukommen. Und noch ein Kraut. Naja, wir werden jetzt Tränke lieber. Aber nun gut. Ich will nicht meckern. Einen geschenkten Gaul schenkt man nicht ins Maul oder so, ne? Ist hier oben irgendwas? Ich bin mir gerade unsicher. Aber das sieht eher nicht so aus. Schade. Das wäre ein nettes Geheimnis gewesen. Aber nun gut, dann gucke ich mal, ob hier irgendwas in den Fässern drin ist. Ob Pfeile, das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir 40. Maximale Anzahl. Jetzt bitte noch ein bisschen Tränke oder so. Das wäre auch cool. Ist hier noch irgendwas? Nö. Na gut, dann wollen wir mal versuchen, diesen Zauber zu bekommen. Und noch ein kurzer Blick auf die Uhr. Wunderbar, ich habe immer noch Zeit. Ja, sonst wenn es 25 Minuten wären, ist ja auch nicht so schlimm. Ich werde jetzt bis zum nächsten Speicherpult spielen und dann wird das genug sein für diese Folge. Ja, und die Musik ist cool. Also, es ist jetzt nichts, was ich natürlich so hören würde, aber es passt wunderbar zum Kloster. Und das finde ich schön. Also die Entwickler haben sich wirklich Mühe mit diesem Spiel gegeben, das merkt man. Und das ist auch noch heute gut spielbar, also es ist gut gealtert. Hier muss irgendwo was versteckt sein, ein Schalter oder so. Wahrscheinlich ist der offensichtlich und ich bin einfach nur zu blind. Hä? Ach da! Ja, natürlich bin ich zu blind. Er war hier direkt vor mir. Ich habe aber nach einem Schalter irgendwo an einer Wand gesucht, deswegen habe ich den nicht gefunden. So, dann wollen wir nach oben gehen und von oben runterspringen, um uns den Zauber zu holen. Wir müssen sowieso hier hin. Natürlich müssen wir uns erstmal den Weg freikämpfen. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Da ist der nächste Schalter, den lege ich gleich um. Erstmal hopp, na, hopp. Und natürlich zu weit. Ja, das Springen ist so eine Sache hier in dem Spiel. Ich kann noch nicht so wirklich abschätzen, wie weit Hype springt, wenn ich irgendwo runterspringen muss. Deswegen sind Sprungpassagen immer so eine Sache, ne? Nein! Oh, diesmal war es schon relativ knapp.
Aber das schaffen wir, das kriegen wir hin. Ich will nämlich diesen Zauber unbedingt haben. Das ist auch einer der einfacheren im Spiel, die man finden kann. Ich meine, man sieht ihn eigentlich sofort, wenn man hier reinkommt. Man muss einfach nur es irgendwie schaffen, da drauf zu kommen. Und das müsste ich jetzt auch bald irgendwie mal... Ach, das ist cool. So kann ich das viel besser zielen. Immerhin habe ich die Statue jetzt beim Fallen schon mal berührt. Das heißt, beim nächsten Mal schaffe ich es vielleicht sogar drauf zu landen. Und dann ist der Zauber mein. So, komm schon. Sehr schön. Was haben wir denn da? Das müsste die Elektro-Dreieinigkeit sein. Nach dem Symbol zu urteilen? Jawohl, das ist die Elektro-Dreieinigkeit. Dreieinigkeit. So. Du bist jetzt Meister der Magie, Electricus Magicum Dreieinigkeit. Das ist doch sehr schön. So, jetzt kann ich auch mal den Unterschied zeigen. Einmal, das hier ist... Ups, falsche Taste. Das ist Dreieinigkeit Eis. Und dann zum Vergleich. Dreieinigkeit Elektrizität. Wow, das hat aber jede Menge Mana gefressen. Moment, ich muss mal ein paar von den grünen Kräutern benutzen. Ich sehe, ein grünes Kraut blinkt... Ich kann wieder nicht reden. Ein grünes Kraut bringt die Hälfte der Magie da zurück. Das ist gut zu wissen. So, der nächste Schalter umgelegt und dann hoch zur nächsten Ebene. Was anderes bleibt uns nicht gerade nicht übrig, deswegen nehme ich mal an, irgendwo an der Spitze wird uns das königliche Juwel erwarten. Oh, sogar zwei Gegner auf einmal. Moment, ich will meinen neuen Zauber ausprobieren. Bam! Hey, das hat ja gar nichts gemacht. Jetzt hat's was gemacht. Wow. Das verbraucht richtig viel. Also es ist unglaublich stark, aber ich kann gerade mal zwei Zauber davon sprechen. Das ist natürlich weniger schön. Hm, da wechsle ich doch lieber nochmal zur Feuerspeermagie. Oh, ein blauer Trank, der kommt auch sehr gelegen. Ich trinke jetzt sogar einmal einen. Denn ich möchte ungern sterben, vor allem, weil das letzte Speicherpunkt in der Taverne ist. Das ist schon ein bisschen her, ich möchte das nicht alles nochmal machen. So, ich hoffe auch, dass jetzt bald mal ein Speicherpult kommt hier. Vielleicht auf der nächsten Ebene. Hm, sieht irgendwie schlecht aus. Wo ist der Schalter? Hallo, Schalter? Da ist er. Ich muss sagen, die sind so ein bisschen gut versteckt. Irgendwie, die haben nicht so einen hohen Kontrast zum Boden, zumindest wenn man von weiter weg guckt. Vor allem, weil der Boden hier solche, zwischen den Kacheln, solche Fugen hat, die ziemlich dick sind. Und da verstecken die sich. Na komm, hast du mit mir gerechnet? Nein, hast du nicht, oder? Auf zu verteidigen. Genau, und gib mir dein Geld. 180 Plastiks, das ist doch sehr schön. Das ist wirklich sehr begrüßenswert. Oh, hallo Mönch. Möchtest du mit uns reden? Ich liebe dieses Kloster, Ritter. Aber unsere Führer machen denselben Fehler wie der König. Sie halten sich für überlegen und glauben, dass sie das königliche Juwel besitzen sollten. Aber nur ein bescheidener Mann kann es besitzen. Es wäre schön, wenn ihr dieser Mann sein könntet. Befreit uns von dem Juwel und der schrecklichen Gier, die es entfacht. An der Spitze dieses Turmes findet ihr Masse, den Wächter. Er ist unbesiegbar. Eure einzige Chance ist es, ihn über die Kante zu stürzen. Aber ich habe genug gesagt. Jetzt zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Okay. Na, immerhin ist es schön zu sehen, dass nicht alle Leute hier in dem Kloster irgendwie den Verstand verloren haben. Zumindest ein paar nette Mönche gibt's noch. So, ich mache noch irgendwie die Schatztruhe auf und gucke mir an, was da drin ist. Ein roter Trank, sehr schön. Dieser Trank stellt mehr Gesundheit wieder her als der blaue Trank. Um ihn zu benutzen können, müssen wir ihn im Inventar auswählen. Und hier ist natürlich das Speicherpult. Also ich finde, die sind sehr gut im Spiel verteilt. Damit kommen 20 Minuten Parts sehr gut zum Stande. Und ja, beim nächsten Mal werden wir hier dieses Kloster weiter erklimmen. Und ihr seht schon schöne Sprungpassagen. Das wird nicht besonders schön. Das wird hoffentlich kein Frustpart, aber mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und ja, macht's gut und bis dann.